Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys, das ist die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 27.09.2022 und unser DAX neigt sich ja doch dann langsam dem Septemberende, dem Ende des ja, statistisch schlechtesten Börsenmonats, den wir im Jahr überhaupt zu bieten haben. Und zum Montag hat er aber allerdings hier auf seinem Wackelpad versucht, Boden zu finden oder zumindest Halt zu finden. Wir hatten uns gestern ein bisschen intensiver unterhalten über insbesondere das Thema zwei gleich lange Abwärtswellen, wäre dann eine überschießende B aus Elliott-Wellensicht. Ne, wenn man den Anstieg vorher noch mit reinwertet und möglicherweise auch bloß ein Korrekturmuster, was nochmal nach oben löst. Wir hatten darüber gesprochen, dass es zeitlich allerdings schon ganz schön schnell ist und deswegen leicht auch in eine Ausweitung gehen kann, die dann Ziele hatte bei, was haben wir rausgesucht? Ich habe noch im Kopf 11.333 oder was 666, ne? Wir können sie auch schnell nochmal ziehen. Wartet. Links nochmal hier rein. Chaka, chaka, chack. 11.660, genau, das war's. 11.660 und 11.333. Doch, war ich ja gar nicht so verkehrt. Ja, noch gut in Erinnerung gehabt. Und hatten uns so eine behalten. Und dass der DAX eben, wenn er weitere Tiefs setzt, da noch hingehen kann. Wenn er sich aber versucht zu stabilisieren oder zu halten, dass dann gegebenenfalls auch hier oben noch der Bereich um 500 ganz interessant ist, so wie diese alten Tiefs bei 3,85 und diese 4,38, wo es so zu tun hatte, die rauszufinden. Wenn wir jetzt gucken, was wir gesehen haben, war das eigentlich nichts anderes wie ein Range-Handel in der Abendspanne des Freitag. Wir haben das Tief nicht unter Boden bekommen per Katzenschluss, also nicht mal im 5-Minuten-Chart. Ist einfach direkt von unten wieder zurückgerannt jedes Mal. Wir sind oben nicht drüber gekommen. Die 65 oder was es hier war, hat er nicht gestört, hat einfach bloß einen Doppelboden und einen Doppeltop gemacht. Und nun wird halt wichtig, wo löst er die Sache mal aus, ne? Also wo geht er raus? Geht er bei 365 raus oder geht er uns unter der 201,80 hier raus? An sich bleibt alles gleich. Ja, die Ziele bleiben gleich. Mit dem einen Unterschied, dass wir jetzt halt einen Trigger noch haben, der uns das einleiten kann. Das heißt, oberhalb von 3,65 kann man am Dienstag auf eine 4,38 schießen und man kann auf eine 500, 5,20 schießen. Von dort sollte man dann gegebenenfalls erstmal nochmal einen deutlichen Rücklauf einplanen, der auch gut und gerne noch Mittwoch, Dienstag, Donnerstag reingehen kann. Und erst darüber wird er positiver. Ne? Hatten wir auch gestern uns drüber unterhalten, wenn er dann da oben rausgeht, auch wieder über 12.600 notiert, dann wird es langsam wieder freundlicher, ein bisschen positiver, muss aber auch erst kommen. Ja, erste wäre dafür mal 3.65 zu überbieten, um ein bisschen eine Erholungsabsicht zu signalisieren. Kommt das nicht und der geht unten durch, dann geht er tiefer. Gut und gerne schon mal bis zu einer 12.50, das ist an einem Tag locker erreicht, das ist sogar in der ersten Morgenstunde erreichbar. 12.50 und dann eben der Bereich um 11.830, 11.800. Da bleibt wichtig, diese Linie für den einen oder anderen, den das vielleicht interessiert. Die notiert je nach Zeit ein bisschen oberhalb von 12.000 am Morgen, 12.15, später dann im Tagesverlauf um 12.79 rum, also so in dem Bereich. Sicher auch reaktiv, können ein schönes Ping-Pong mit 12.50 spielen für diejenigen, die kurze Trades eher lieber haben, die aber sicherer sind. Wäre das, glaube ich, eine schöne Nummer, die man anspielen könnte, von unten hoch, zack, wieder zurück. Ja, aber grundsätzlich können wir das eigentlich so stehen lassen und auch zumachen. Wir werfen mal noch einen Blick in den Tagesschart, dass wir hier nichts übersehen. Wir haben einen Tagesschluss und einen Trigger. Mit grünen Kerzenkörper ist immer sehr, sehr, sehr merkwürdig, aber macht der DAX öfter mal. Er hat den Abwärtstrend gebrochen. Übrigens, das Ziel aus der Bewegung könnte man auch über eine Projektion reinleiten. War aber auch deckungsgleich mit Zielen, die wir so genannt haben. Ja, ist dann bei 11.400, also passt ja auf den Pfeil, den wir drin haben. Brauchen wir nichts anpassen, da haben wir die 59 noch drin. 775. Ich glaube, die sind gar nicht so wichtig. Die werden bestimmt nicht so wichtig sein. Da würde sich eher noch an der Bewegung hier orientieren, also an der Erweiterung von der Bewegungswelle nach da unten. Und wie gesagt, 11.400, 11.665, 11.333, das sind alles so Zielbereiche, die hier unten erreichbar sind, wenn der weiterhin keine Stärke reinkriegt. Um Stärke reinzukriegen, muss er über 3,65, dann ist ja da, dann kann man auch Longs suchen. Und da wird es einfach nicht machen, weil viel zu viel Risiko nach unten ist. Ne? Außer vielleicht, man macht da eng abgesichert so ein kleines Spielchen zwischen 12.000 und 12.50. Dann würde ich es mir einfach klemmen und hier eher nach Short suchen. Also unsere Lisa wollte auch Long heute, haben wir auch gesagt, nee,
Das muss nicht sein. Und haben es erstmal ausgesperrt. Ich glaube, es war sogar ganz gut. Ich habe gar nicht geguckt. Aber der liegt jetzt ja auch außerhalb vom Tagesband. Also da ist mir noch nicht das. Der soll sich ruhig erstmal fangen, Boden bilden. Dann kann man da immer noch Long suchen. Solange das aber nicht gelingt und der hier unten rum dann eher einen Short nehmen. Ja, gut. Ich würde daher zumachen. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen. Hören wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.